Seit Tagen sind in dem afrikanischen Überschwemmungsgebiet mehrere tausend Menschen von den Fluten eingeschlossen. Experten befürchten die Ausbreitung von Seuchen. Das Verteidigungsministerium bereitet die Entsendung einer aus Freiwilligen gebildeten Einsatzgruppe mit Transport- und Sanitätshubschraubern in das afrikanische Katastrophengebiet vor. Schrecklich, was dort in Afrika los ist, hm? Das ist doch zum Kotzen. Guck dir das an. Immer trifft es die Ärmsten. Ist es 13.30 Uhr. Der deutsche Aktien- Wir sitzen hier. Oder hast du Aktien? Wovon denn? Hubschrauber ist keine Privatklinik. Was gibt's denn da so? Na, wenn ich mir vorstelle, du ganz in Chefarzt weiß. Du hast vielleicht Ideen. Ja, verrückte Ideen manchmal. Ich gehe mich umziehen. Lass dir ruhig Zeit. Im Radio sagen sie, es ist Windstärke 8. In Böen Orkan, da schicken die euch nie raus. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Humann. Was ist los mit Ihnen, Humann? Sie sehen aus, als wären Sie in anderen Umständen. Zu Befehl, Frau Stabsarzt. So fühle ich mich auch. Die Wurstsuppe. Wir hatten gestern Schlachtefest. Und wieso haben Sie uns nicht mitgebracht? Sonst hat er immer fantastische Sachen. Entschuldigung, Herr Hauptmann, aber ich konnte plötzlich kein Wellfleisch mehr sehen. Okay, no, well, just a little bit noisy outside. Well, I just, Mr. Green, I just give it tomorrow to you. I mailed it. Okay, it's no problem at all. Well, have a second, I just have a look. Yes, okay. Yeah. Sorry. Johnny? Hörst du mich? Ben? Verdammt. Keine Luft. Ruhig. Bleib ruhig. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Richie, bitte hör auf zu schreien. Du brauchst mir noch die letzten Nerven. Hier sind nur nette Menschen. Hallo Wolke, wen haben wir denn da? Das ist Richie, mein Sohn, Dr. Ilona Müller. Mensch, Wolke, das geht nun aber wirklich nicht. Was soll ich denn machen? Iris ist heute früh zu einem Außentermin, um 5 Uhr in der Früh, ja? Und Jeanette hat sie überhaupt nicht sehen lassen. Und nun? Florian fragt, ob wir einsatzbereit sind. Naja, wir schon, aber Wolke? Pass auf, er ist ganz lieb, meistens zumindest, ja? Die Flasche machst du handwarm, handwarm. Und hiermit spielt er gerne. Okay. Gibt's denn schon eine neue Wettermeldung? Bloß noch Windstärke 6, 8 in Böen. Florian sagte auch, ihr sollt vorsichtig sein. Darauf wäre ich mal alleine nie gekommen. Und geben Sie dem Kind bitte keine Wurstsuppe. Du schaffst das schon. Du schaffst das. Ja.
bisschen wackelt. Okay, here we go. Kein Scheiß, bleib da! Sieh mich an! Verdammt nochmal, sieh mich an! Der Neubau da vorn. Schon gesehen. Hey, Wolke, was ist? Was soll sein? Die Vollending-Check ist completed. Gott sei Dank hat der Regen aufgehört. Hier sind wir! Ja! Vor. Gebt uns eine Minute, wir nehmen das Ding an den Haken. Du hast einen Sauerstoff, Zugang legen. Ich schaff das alleine. Oder haben Sie Angst, dass ich... Nee. Wenn die Feuerwehr nicht kann, müssen wir eben. Ich brauche Ringerhäse und Gitternest. Ich werde das Röntgenbild zeigen, aber so ein Thorax hält eine Menge aus. Okay, Alex. Zwei vor. Stopp, Position halten. Eisenbahn. Tja, auf die beiden ist eben Verlass. Haben Sie vielen Dank. Sie natürlich auch. Das war eine starke Leistung. Wem gehört denn die Firma hier? Das ist meine. Wegen dem Mast fragen Sie allerdings die Baufirma. Und wegen dem Sturm, naja, weiß ich auch nicht, wen Sie da am besten fragen. Wir müssen da mal ein Protokoll machen. Warten Sie, der Mann muss medizinisch betreut werden. Nee, das ist nicht nötig, vielen Dank. Sie haben eine ganze Weile diesen Mast hochgestemmt. Setzen Sie in RTW, fahren Sie ins Krankenhaus und lassen Sie Ihre Wirbelsäule checken. Naja, wissen Sie, ich müsste eigentlich... Das ist eine ärztliche Weisung. Johnny, du schaffst das. Sie gibt dir die ärztliche Weisung, da schaffst du das, okay? Anstellen statt deiner Jeanette. Komm,
dieser ganze Stress wäre doch nicht, wenn Iris nicht diesen Job bei der Modelagentur angenommen hätte. Iris modelt? Iris doch nicht. Die arbeitet da im Management, halbtags, flexible Arbeitszeit. Amber Greener, Medevac 7157. Okay, Medevac 7157. Good, go ahead. Und welches Krankenhaus ist das? Conny, du musst... Ja? Na, sagen Sie mal, Sie wollen mir doch nicht im Ernst weismachen, dass Sie nicht wissen, in welches Krankenhaus Ihr Rettungshubschrauber... Ruf mich um auf die späteren Maschinen nach Barcelona. Ja? Na klar bin ich dran. Na also, es geht doch. Danke, danke schön. Du kommst wie gerufen, Max. Hey, Ben, die da unten haben mir gesagt, was ist mit Johnny? Er lebt. Gut, da war eine Ärztin dabei. Die war echt Spitzenklasse. Pass mal auf. Ich wollte dich fragen, ob du... Naja, kannst du Barcelona für mich übernehmen? Ja, wenn du meinst. Aber ich denke, du wolltest dich in Barcelona auch mal wieder mit deiner Frau treffen. Ja. Sie wird es verkraften. Ich ruf sie an, okay? Conny, du buchst die Umbuchung um für Max und ich verschwinde jetzt ins Krankenhaus. Tschüss. Und grüß Johnny von uns. Pepper, schönen Tag. Es geht um Flug Nummer 1123 nach Barcelona. Richard, und ich dachte schon, dein Papa hat dich mitgenommen zum Fliegen. Du kommst jetzt zu mir. Sie sind Jeanette, nicht wahr? Woher? Möchten Sie nicht reinkommen? Ich bin Homan. Homan? Mein Name ist Homan, Gefreiter Homan. Ich verstehe sehr gut, Monsieur Homan. Was ich nicht verstehe, sind Deutsch-Straßenschilder. Komm. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Ich habe gerade welchen gemacht. Aber nur eine Minute. Richard muss an die frische Luft und ich auch natürlich. Aber Sie sehen auch so aus, als könnten Sie Frischluft gebrauchen. Drück mal die Daumen, dass Sie unsere Arbeit zu einem guten Ende bringen. Ich glaube, wenn wir die Leute nicht dem Tod von der Schippe holen würden, dann hätten die in ihrem schönen OP auch keine Erfolgserlebnisse. Komm, komm, die machen ihre Arbeit und wir machen unsere. Weißt du, was ich noch viel lieber machen würde? Dahin gehen, wo wir noch mehr gebraucht werden. Noch mehr als hier? Ja. Mit einer Ärztin wie dir bei so einem Katastropheneinsatz? Dort in Afrika, das wär's. Hey Mann, das hier ist nicht der Nürburgring. Krankenhaus, ich weiß. Aber ich habe Ihren Hubschrauber gesehen und da dachte ich, wie sieht's aus mit Johnny? Er wird gerade untersucht, es kann noch dauern. Aber warum sind Sie nicht zur Behandlung? Das ist nur eine Lappalie. Können Sie mir vielleicht ein bisschen mehr über seinen Zustand sagen? Er schafft es. Sie wissen doch, ich habe ihm die ärztliche Weisung gegeben. Na dann, wird alles gut. Sie sind sein Freund, hm? Ja, wir haben zusammen die Firma gegründet. Vor 8 Jahren, in dieser Baracke. Immer die Nächte durch. Johnny, der ist ein Software-Genie. Und Sie? Was sind Sie für ein Genie? Ich bin bloß der Management-Macker. Mhm. Naja, ein Genie im Gewichte stemmen ist er jedenfalls. Komm, Freunde, wir müssen los. Das Scheißding steht schon wieder. Immer Standby, was? Nur für Hamburg oder auch weiter? Naja, so im Radius von 60, 80 Kilometern. Also immer um den Kirchturm drumherum. Macht das eigentlich Spaß? Notfälle sind Notfälle. Egal wo. Ja, aber fliegen ist doch nicht gleich fliegen. Obwohl, ich bin ganz froh, dass es sie gibt hier in Hamburg. Also tschüss dann und lassen Sie Ihre Wirbelsäule checken. Das können Sie doch machen. Ich bin nur für Notfälle zuständig. Ich komme drauf zurück. Was? Ja. Der Typ. Gute Typen sind wir alle. Ich hoffe nur, dass Homan auch ein gutes Kindermädchen abgibt. Tag, Herr Homan. Mein Mann hat mich angerufen, dass er Richie mit hernehmen musste. Wo ist er denn? Sie hören doch, die landen gerade. Wie? Hat der Richie etwa mit zu seinem Einsatz? Mit zum Einsatz, den Kleinen? Na, hören Sie mal. Entschuldigung, ich hätte keinen Kaffee trinken sollen. Homan? Homan? Da bist du ja. Wo ist denn... Iris, du bist ja auch schon da. Ich habe Richie bei Homan gelassen. Wie geht's ihm denn? Bestens, nehme ich an. Ganz im Gegensatz zu mir. Nehmen Sie an.
Wo haben Sie ihn denn? Ne, ich hab ihn nicht mehr. Was? Jeanette hat ihren Richie doch abgeholt. Wollte mit ihm ins Grüne. Vorhin haben wir sehr nett zusammen Kaffee getrunken. Das heißt, Richie hatte die Flasche. Handwarm. Ich hätte auch besser die Flasche handwarm. Na, Gott sei Dank. Sag ich doch, Jeanette ist eine Seele. Eine Kinderseele. Und wie war dein Tag? Es war der Wahnsinn. Weißt du, was ich gemacht habe? Was war der Wahnsinn? Hallo. Na, Iris? Gibt's neue Geschichten aus der Modelszene? Du wirst nicht glauben, aber Modeln ist harte Arbeit. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Wir haben stundenlang fotografiert. Wieso hast du das am eigenen Leib erfahren? Ich habe mitgemacht. Ich habe gemodelt. Du hast was? Ein Mädchen ist ausgefallen. Und sie haben gesagt, ich war sehr gut. Also das finde ich... Also nee. Der Fotograf meinte, ich hätte so eine angeborene Grazie. Und ich sollte beim nächsten Mal wieder. Mhm. Und es wird ja auch fantastisch bezahlt. Na, Hohmann, was macht die Wurstsuppe? Sorry. Angeborene Grazie? Das habe ich doch immer gesagt. Mann, nun lass doch mal Luft ab, Bernie. Das Ding ist einfach zu eng. Ach, Quatsch, du hast einfach Übergewicht. Hey! Das ist es. Du sollst vielleicht mal ein bisschen mehr Sport machen. Ja. Ey, ich bin drin. Jetzt bin ich drin. Sag mal, kannst du überhaupt schwimmen? Hey, was denkst du denn? Geiles Gefühl. Arit, ja. Sag mal, das wird ganz trivia, ne? Oh, ey. Na, wenn da mal nix platzt, du. Okay, let's go. Komm. Also pass auf, das ist die Sicherheitsreißleine, ja? Wenn du einen Teich fällst, sofort daran ziehen, damit der Motor ausgeht. Ansonsten feuert dir das Ding nämlich sonst wohin. Guck mal, die Mutter da. Schau, Richie, da, die Couleur. Oh, Richie, ist magnifique, Amusement. Hier machen wir Picknick, oder? Könnte man glatt zu einer Spritztour einladen. Komm du erst mal solo klar, Dickerchen. Das wirst du schon sehen. Pass auf, du musst dich konzentrieren. Jetzt krieg ich zu viel. Hey, jetzt strippt die auch noch. Sag mal, willst du nun Jetski fahren oder willst du die Mutti anmachen, ha? Beides, Mann, beides. Ja, und dann müsst ihr euch vorstellen. So. 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 Und dann? Die Windmaschine dazu. Und dann tak, 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 tak. Voilà. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum es Fotoshooting heißt, ne? Wie du das wieder rausgekriegt hast. Ich muss jetzt los. Wie spät ist es eigentlich? Es ist. Jetzt steht das Ding schon wieder. Komm, ich bring dich eben raus. Tschüss. Tschüss. Gute Besserung. Ciao. Tschüss. Oh Mann. Es geht ihr Sodbrennen. Uns fehlt ihnen doch nichts. Ich meine Magenschmerzen oder sowas. Nö, nö. Nur das Sodbrennen und dieses Völlegefühl. Okay. Danke. Bitte. Ich bin drüben. Buchführung machen. Okay. Ja, immer um den Kirchturm rum. Tja, Afrika ist es natürlich nicht. Was? Es kommt wieder Geld in die Kolonie. Und wenn Geld da ist, kommen auch die Verheirateten. Frühstücken wir zusammen? Hab keine Zeit. Über dem Meer braut sich ein neues Sturmtief zusammen. Die geschlossene Wasseroberfläche, über die der Hubschrauber fliegt, war bis vor wenigen Tagen der Fluss Sare. Ein Fluss mittlerer Größe. Der Vater von deinem Kind. Was ist denn der so? Oh, der ist Pilot. Aber Richard ist nicht mein Baby, hein? Er ist da.
sagst du? Oh, magnifique. Formidable. Jeanette ist Französin. Das hätte ich jetzt nicht gemerkt. Soll ich nochmal? Oui. Jetzt bin ich erst mal dran. Pass auf, Jeanette! Fass die Leine nicht fest! Warte! Accident, Unfall, in Wasser, wo, La Elbe, Yachthafen, York, ouais, exakt. Machen Sie rapid, s'il vous plaît, schnell, ouais. Sag mal, wir hatten eine Ringe und zwei Häs, ne? Eins und zwei, ja. Ist aber alles wieder aufgefüllt. Der nächste Einsatz kann kommen. Verschreiß nicht. Sag mal, hast du nicht gefrühstückt? Doch. Aber meine Mutter gibt mir immer noch was extra mit. Wenn sie sonst niemanden hat, um den sie sich kümmern kann. Das ist ja genau das Problem. Sag mal, Ilona, ich muss mal was fragen. Ja? Das mit dem Katastropheneinsatz vorhin in Afrika, das habe ich ernst gemeint. Die brauchen da jetzt Ärzte und Sanitäter. Ja, aber auch. Ja, aber hier gibt's genug davon. Ich meine, das fehlt's an allem. Trotzdem. Ich kann nicht mitkommen. Auch nicht mit dir zusammen. Naja. Wäre ja auch zu schön gewesen. Melde ich mich eben alleine. Was? Das ist nicht dein Ernst. Wird Kettwig sich aber freuen. So ein Katastropheneinsatz, ja? Wenn die nicht Singles wie ich machen, wer dann? Kettwig mache ich das schon irgendwie plausibel. Die einzige Frage ist, was sagt meine Mutter dazu? Das kann ich gut verstehen. Ich habe meinem Vater auch mal sagen müssen, dass ich meinen Weg alleine gehen will. Das ist schwer mit dem Loslassen. Danke, Ilona. Ich wusste, du würdest mich verstehen. Hey, aber erstmal zu keinem mein Wort, okay? Roman! Roman! Hast du dieses interne Telefonverzeichnis, wo alle Dienststellen drin sind? Ja. Gib's mir mal. Ja, mach, mach, mach! Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich jetzt gar nichts fragen würdet, okay? So, ist der jetzt völlig durchgeknallt, oder was? Er hat sich gerade das interne Telefonverzeichnis geholt. Vielleicht will er sich für eine Beförderung vorschlagen, Herr Gefreiter, hm? Zeit wär's ja. Hörst du was? Wir wollen nichts hören. Merkwürdige Ruhe heute, hm? Erst ein Einsatz. Einsatz! Hier, das alte Land. Wasserunfall. Thorsten, bist du taub? Wir haben einen Einsatz. Schrei doch nicht so rum, ich bin ja nicht taub. Jetzt wissen wir, wie ich gerade telefoniert habe, was? Och, das interessiert mich überhaupt nicht. Dann brauchst du ja auch nichts erzählen. Einsatz, bist du taub? Ja, pass auf, Gas. Kann ich dir irgendwas helfen? Deux, trois, quatre, cinq. Peace.
Set, mit, ne, mit, aus, los, das, das, das. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ich häng mich da dran. Florian sagt, die Frau, die den Unfall gemeldet hat, war wohl Ausländerin. Hat halb Französisch geredet. Und wusste nicht, wie sie den Unfallort genau beschreiben sollte. Da vorne, das ist der Yachthafen New York. Ready for landing, check Wolke. Okay. Check is completed. Jetzt schau mal, die Karre da vorne sieht aus wie die von Jeanette. Vielleicht sind sie das ja da vorne. Ach komm, du spinnst. Ach du Scheiße, ich werd verrückt. Aber vorher checkst du noch, ob Walter endlich frei ist. Kannst du auf dem Damm runtergehen? Links ist frei. Also dann, klar zur Landung. Weiter. Wie lange war er unter Wasser? Eine Minute oder so. Wir intubieren. EKG, Zugang legen, Supra bereithalten. Mensch, Richie. Komm her. Geht's dir gut? Ja? Geht's dir gut? Ach, Gott sei Dank. Was ist das für eine Verletzung am Kopf? Der Jetski. Der ist ihm voll von Kopf. Aufhören, der Puls ist wieder da. 14 Hypno. Richard. Mit dir erlebt man ja Sachen. Alex, wir fliegen ihn. Er muss in die Neurochirurgie. Ist ja nichts passiert, ne? Jetzt unter Wolke sogar zwei Kinder. Ich gehe nie wieder allein an die Straße. Aber Jeanette, du hast richtig reagiert. Du hast die Rettung gerufen. Der Garçon, er ist fast ertrunken und ich habe Richard vergessen. Und ich... Ja, nun ist ja alles gut. Hm? Guck mal, er lacht doch schon wieder. Hey, na Alter, wieder an Deck? Ist immer noch heute? Ja, aber schon Nachmittag. Wieso? Wieso bist du nicht in Barcelona? Na schau dich doch mal an. Dich kann man doch nicht alleine lassen. Mich hat's wohl ziemlich erwischt, was? Das kannst du laut sagen. Hast ziemlich Schwein gehabt mit deiner Notärztin. Warum grinst du so? Ach, weißt du... Ich bin einfach froh, dass es dir wieder besser geht. Hey, hey, nicht lachen, nicht lachen. Du brauchst einen Arzt. Oder eine Ärztin. Hey, Wolke! Tempo! Ready for takeoff! Komme! Bitte sofort nach Hause, ja? Diesem Jungen das Leben gerettet. Aber wenn sie dir das erzählt hätte, dann ist das bestimmt bloß wieder für eine Ausrede gehalten. Wie geht's ihm denn? Geht so. Alex, wäre ganz gut, wenn du ein bisschen auf die Tube drückst. Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Florian Hamburg für den SR 71. Florian Hamburg, ja.
Wieder eine Anmeldung für Boberg. Männlicher Patient. Schädelhirntrauma 2. bis 3. Grades. Intubiert und beatmet. Von Boberg liegt zwar keine Sperrung vor, wir bitten aber nicht mehr angeflogen zu werden. Wie wäre es mit Distal? Aber das kostet wieder nur Zeit. Hören Sie, Florian, hier geht es nicht um Lastenausgleich im Rahmen der Gesundheitsreform, sondern um Sekunden. Wir fliegen Boberg. Erstversorgung. Immer konsequent. Da kannst du auch was lernen, Thorsten. Das habe ich schon, Wolke. Das kann ich dir sagen. Einzige Möglichkeit, von unten auf die anderen herabzusehen. Also ich finde ja, dass der von oben ziemlich mickrig aussieht. Sie können gern mal bei uns hospitieren, Frau Kollegin, damit Sie sehen, was das für ein Vergnügen ist. Bei 8 Intensivbetten mit einem einzigen OP-Team über die Runden zu kommen. Immer, und Sie können an meiner Stelle mal Rettungsdienst machen. Damit Sie auch mal das Vergnügen haben, mit polytraumatisierten Patienten wie ein Bettler von Klinik zu fliegen. Mit ihm tauschen? Nee, danke, das möchte ich nur auch wieder nicht. Na, sehen Sie. Frau Doktor. Wie lassen Sie sie denn hier rumlaufen? Die haben keine Zeit und da dachte ich, vielleicht können Sie mir die ärztliche Notbehandlung. Wissen Sie was, ich habe keine Zeit für so einen Schwachsinn. Entschuldigung, war doch nicht so gemeint. Dann machen Sie doch nicht so geschmacklose Witze. Idiot. Oh. Schade, keiner da. Ich hab dir doch gleich gesagt von vorher an. Ja, aber das sollte doch eine Überraschung sein. Papa, du mal mit deiner Überraschung. Gehen doch sowieso mal nach hinten los. Naja, vielleicht ist Hohmann ja da. Was willst du eigentlich immer mit diesem Hohmann? Karten spielen oder was? Papa, ich bin doch kein Kind mehr. Na, nun übertreib mal nicht. Hörst du? Hörst du, da kommen sie? Nee. Ja, weil du kein Ohr dafür hast. Da. Da sind sie. Komm! Mensch, Papa, du bist wie ein Kind. Ja, Gott sei Dank. Dahinter! Lass das! Jetzt sei doch nicht sauer. Dein Porsche-Typ hat das schon nicht so gemeint. Ist nicht mein Porsche-Typ. Sag mal, wieso bist du eigentlich so sauer? Fang du nicht auch noch an. Was ist denn mit dir los, Ilona? Oh, lasst mich doch einfach alle in Frieden. Hey, wen haben wir denn da? Tommy! Hey, Tommy! Tommy! Ja. Hallo, grüß dich. Mensch, Tommy, was verschlägt dich denn hierher? Ja, da guckt ihr was. Ja. Also, ich habe noch ein paar Abbummeltage und Nina, die hat Ferien. Ja, und da habe ich gedacht, wir... Ich habe gedacht. Ja, also, wir haben gedacht, wir machen endlich mal wieder Großstadturlaub. Ulm ist sowieso ein derart ätzendes Kaff. Nina, du hast dich ja ganz schön rausgemacht. Findest du? Hm. Ja, Thorsten, er hat zwar ein bisschen zugenommen, aber das ist der Supersani, dessen Erbe du angetreten hast. Hallo. Hallo. Er übertreibt maßlos. Und Thomann, ist er auch da? Das wollen wir doch hoffen, aber jetzt gehen wir erst mal rein. Ich mache in der Zeit die Fangleine fest. Okay. Habt ihr den Kühlschrank voll? Ja, klar. Ja? Ja, immer. Ja. Es war heimlich, Papa. Das kannst du ruhig zugeben. Naja, seit Schwiegermutter nicht mehr ist, da bindet mich einfach nichts mehr an. Weil es da eben Äpfel ist.
Manchmal denke ich, wenn ich mich damals nicht mit aller Gewalt gegen Kettwig durchgesetzt hätte. Wollte er dich nicht weglassen? Kettwig? Nee. Der hält seine Truppen zusammen wie so eine Glucke. Versetzung, oha. Da reagiert er total allergisch drauf. Und deine Truppe dort in Ulm? Hubbard, Kontaktschwierigkeiten. Der ist eben so ein Fischkopf. Nina! Besten Saft, Nina. Naja, eigentlich hat sie recht. Ich passe einfach besser hierher, zu euch Fischköppen. Was sagt denn deine Frau dazu? Die wird am liebsten da unten ein Haus bauen, aber dann müssten wir unseres hier erstmal verkaufen. Das ist mir alles zu, ja, zu endgültig. Yoshi sagt auch, er findet Ulm ätzend. Dein Bruder Yoshi. Weißt du noch damals, als du Yoshis Kumpel aus diesem Kiesturm geangelt hast? Na, ich geh jetzt mal nach Roman gucken. Hey! Na, Schönheit? Selber Schönheit. Ach, Tommy, schön, dass du bei uns bist. Hoffentlich kommt jetzt kein Einsatz. Na, nur erzähl doch mal. Roman, kennst du? Entschuldigung, die Rettungsärztin von dem Hubschrauber, finde ich die hier? Ja, die ist. Danke. Appendizitis? Akuter Bauch, hoffentlich nicht perforiert. Er meint Blinddarmentzündung. Weiß ich doch, Papa. Öleins Fender? Schon bereit. Er muss sofort in die Chirurgie. Die Trage ist schon da. Geh mal ein Stück. Kommst du das da raus? Ja. Gut. Auf drei, ja? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh. Alex, nimmst du die Decke mit? Ja. Und wir machen auch noch unsere Witze darüber. Wir bleiben hier. Ich melde uns aus, ist eh schon der Mann draußen. Ja. Was machen Sie denn hier? Ich warte. Tja, da sehen Sie mal, was in unserem Kirchturm rum so alles los ist. Ja, ja. Ist jetzt 100 systolisch. Okay. Messer. Schere, Pinzette. Tupfer. Sag mal, Thomas, kann ich dich was fragen? Mhm. Also, es weiß noch keiner, aber ich habe mich heute freiwillig gemeldet. Für den Katastropheneinsatz in Afrika. Ach nee. Ja, und naja, ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären. Aber nach dem, was du vorhin erzählt hast, habe ich Schiss, dass Kettwig mich nicht gehen lässt. Das wird er auch nicht. Der wird dir vorbeten, was für ein toller Sani du bist und dass er so schnell keinen Ersatz für dich findet. Tja, und damit hat sich's. Ja, das ist es ja eben. Und da dachte ich, ob du nicht vielleicht? Ob ich was? Ach so, du meinst, ich soll. Oh, das ist ein Ding. Naja, ist ja erstmal eine prophylaktische Frage. Wie lange seid ihr noch in Hamburg? Eine knappe Woche. Eine Woche? Naja, bis dahin weiß ich, ob sie mich überhaupt nehmen wollen und ob Kettwig mich freigibt. Danke. Mensch, du aber erstmal zu keinem mein Wort. Nein. Sag mal. Wie lange brauchen die da drin eigentlich noch?
Sagen Sie mal, Sie sind doch Unternehmer. Ich meine, haben Sie denn nichts zu unternehmen? Was glauben Sie denn, was ich hier mache? Sie sind der Macker von der Ärztin, oder? Nee, ich bin nur ein Patient. Allerdings zugegebenermaßen ein etwas schwieriger Fall. Hey Wolke, wie steht's mit Homer? Die haben gesagt, es war höchste Eisenbahn. Und wenn du nicht nach ihm gesucht hättest, dann... Ach übrigens, Ilona operiert mit. Was? Ja, ja, die hat es sich einfach nicht nehmen lassen. Ich glaube, ich warte dann besser draußen. Tag. Guten Tag. Hey! Hallo, ich wollte dich abholen. Tag, Alex. Grüß dich. Hallo. Und der Kleine? Ist mit Jeanette zu Hause. Du, sie hat mir von dem Jetski-Unfall erzählt. Hm. Für dich. Boah, eine Fliegeruhr. Guck mal. Junge, wir haben's doch jetzt. Ich meine, jetzt, wo ich immer mal wieder modeln kann. Was ist los mit dir? Freust dich gar nicht. Was ist los mit euch? Doch, doch, ich freue mich schon. Nur... Oh Mann, der wird gerade operiert am Blinddarm. Ach, herrje. Papa! Kannst beruhigt sein. Ihr alle. Die OP ist gut verlaufen. Gott sei Dank noch keine Perforation. Hey, Iris! Tommy. Hi! Hallo, hi. Iris. Na, wie ist es in Ulm? Ätzend. Sag mal, und du hast mitoperiert? Darfst du das denn überhaupt? Bloß assistiert. Ich glaube, die waren ganz froh, dass ich da war. Sie sind schließlich auch unterbesetzt. Außerdem hatte ich derart schlechtes Gewissen, dass ich nicht früher gemerkt habe, was mit Homan los ist. Mensch, Wolke, was hast du denn da? Och, nur eine Uhr. Mensch, Model müsste man sein. Schick. Hm, von wem? Hier, von Iris. Iris. Hallo? Hallo? Ich wollte mich bloß entschuldigen. Aber ich weiß, für meine Art von Humor bin ich schon ziemlich oft auf die Schnauze gefallen. Ich mit meiner Überempfindlichkeit auch. Also? Also? Wie geht's eigentlich Ihrem Freund? Oh, Johnny, danke, danke. Ganz gut. Der befolgt voll Ihre ärztliche Weisung. Das will ich ihm auch geraten haben. Die ist schön. Ja. Ach, Entschuldigung, die ist für Sie natürlich. Danke. Sagen Sie, wann machen Sie eigentlich Feierabend? Wenn es zu dunkel ist zum Fliegen? Das heißt, also jetzt? Ja. Hätten Sie Lust auf einen Espresso? Warum eigentlich nicht? Gut. Dann kommen Sie. Ach, tragen Sie das eigentlich auch privat? Nein. Eine Minute.